Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr reinschaut. Ich hatte vor kurzem eine kleine Umfrage gemacht und euch gefragt, zu welchem der vier Spiele Brew, Honeybuzz, Cascadia und Genotyp wünscht ihr euch denn ein Video von mir? Natürlich wie immer mit Blick in die Schachtel, Regeln und meinem kleinen Fazit danach. Es war ein dicht an dichtes Kopfrennen zwischen zwei Spielen und deswegen habe ich mich einfach entschieden, zu beiden ein Video zu machen. Aber bevor dann die Tage hier zu Genotyp, hier steht's, ein Video kommt, heute fangen wir erstmal an mit Cascadia. Wie immer gibt es jetzt einen Blick in die Schachtel. Ich zeige euch, was ihr alles dort findet, wie ihr das Spiel aufbaut, vorbereitet, wie ihr es spielt, wie ihr es wertet. Und ich erkläre euch alle einzelnen Wertungskarten, die mit in diesem Spiel dabei sind. Und dann sehen wir uns zu einem kleinen Fazit wieder. Spielen möchtet und mit Cascadia starten wollt, dann sind ein paar kleine Vorbereitungen notwendig. Jeder Spieler von euch erhält einen solchen Dreier-Block. Das ist eure Startposition, euer Startfeld. Die sind unterschiedlich bedruckt. Es gibt insgesamt 5. Jeder wählt sich einfach zufällig eins aus. Außerdem legt ihr alle Tannenzapfenmarker bereit und entsprechend der Anleitung sortiert ihr aus diesen Wildnisplättchen einige aus. Wie viele das bei den Spieleranzahlen sind, seht ihr hier in der Anleitung. Nur im Spiel zu viert sind gerade mal 2 Plättchen, die entfernt werden. Bei dem Spiel zu zweit, was ich hier jetzt aufgebaut habe, wird fast die Hälfte der ganzen Plättchen entfernt. So ist schon mal gewährleistet, dass ihr eine hohe Varianz habt im Spielen. 4 der Wildnisplättchen deckt ihr auf und dann zieht ihr anschließend aus dem Beutel zu jedem einen diesen Holzmarker dazu und legt ihn einfach bereit. Dann kann das Spiel im Prinzip auch schon beginnen. Um was geht es jetzt in Cascadia? Wir möchten zum einen unsere Gebiete vergrößern und natürlich auch Tiere ansiedeln. Damit wir aber wissen, was Punkte gibt, wählt ihr außerdem noch diese Wertungskarten aus. Es gibt 5 unterschiedliche für Lachs, Bär, Hirsch, Fuchs und Bussard. Und ihr seht hier unten immer einen kleinen Buchstaben. Ein Set aus den ganzen A's jetzt zum Beispiel ist eine Kombination, die gut aufeinander abgestimmt ist, also die ganz gut miteinander funktioniert. Das wird empfohlen, dass man das eben auch am Anfang immer macht, dass man immer solche Sets benutzt, ob A, B, C oder D. Aber ihr solltet eben darauf achten, dass ihr das als ein Set habt. Wenn ihr das Spiel schon ein paar Mal gespielt habt und vielleicht ein bisschen mehr Herausforderung dann möchtet, könnt ihr das auch einfach ganz wahllos sozusagen miteinander mischen und aus jedem Stapel der Tiere eine einzelne Karte raussuchen. Auf diesen Wertungskarten, die erkläre ich euch gleich genauer, seht ihr immer, für was es bei diesem Tier Punkte gibt am Ende des Spiels und danach solltet ihr dann natürlich auch euer Spiel hier ausrichten. Legt die Karten einfach so bereit, dass ihr die immer wieder im Auge haben könnt und damit ihr so das Spiel dann mit vielen Punkten abschließt. Wenn ihr an der Reihe seid, dürft ihr euch immer eine Kombination aus einem Wildnisplättchen und dem dazugehörigen Tierplättchen auswählen. Zu Beginn des Spiels müsst ihr das auch machen, denn ihr habt noch keine Tannenzapfen, die ihr eventuell benutzen könntet, um diese Kombination zu verändern. Das heißt, wir starten jetzt einfach mal, als wären wir hier. Ich wähle mir diese Kombination aus. Das ist einmal ein Wildnisplättchen mit einem Hirsch und so einem Tannenzapfensymbol und ein Fuchs-Tierplättchen. Das Legen des Wildnisplättchens ist immer verpflichtend.
beim Tierplättchen, das muss ich nicht legen. Wenn ich es aber nicht direkt in meinem Zug legen kann, kommt es wieder komplett aus dem Spiel und kann von mir auch nicht in einem weiteren Zug benutzt werden. Jetzt passt es aber ganz gut. Ich habe nämlich hier ein Plättchen, da ist ein Fuchs drauf und auch so ein Tannenzapfen. Bedeutet, wenn ich hier jetzt meinen Fuchs platziere, dann bekomme ich einen solchen Tannenzapfen. Auf jedem Plättchen darf immer nur ein Tier liegen. Auch wenn mehrere abgebildet sind, heißt es einfach nur, hier könnten sowohl ein Fisch als auch ein Adler als auch ein Fuchs platziert werden. Mein Kärtchen kann ich jetzt beliebig an mein bestehendes anlegen. Dabei bin ich nicht verpflichtet, dass die Felder miteinander passen, was die Gebiete angehen, ist aber natürlich für die Endwertung später recht sinnvoll. Es muss immer mindestens eine Kante anliegen, also sprich, so etwas wäre jetzt nicht erlaubt, aber alles andere wäre gut. Natürlich ist es jetzt sinnvoll, dass ich hier versuche, diese Gebiets- oder diese Wildnis zu erweitern, um damit später Punkte zu bekommen. Am Ende des Zuges füllt ihr wieder ein Plättchen auf und zieht aus dem Beutel noch ein Tierplättchen nach und schon ist der nächste an der Reihe. Sollten hier einmal vier gleiche Tiere liegen, dann räumt alle Tierplättchen ab, die Wildniskarten lasst ihr aber liegen und zieht vier neue aus dem Beutel. Liegen hier, wenn ihr an die Reihe kommt, drei gleiche Tiere, dann dürft ihr, müsst aber nicht die Tiere austauschen. Wenn ich in meinem Zug einmal an der Reihe bin und gerne eine Kombination hätte, die nicht direkt beieinander liegt, also ich hätte zum Beispiel lieber dieses Plättchen und diesen Adler, dann kann ich mir diese beiden Sachen nehmen, muss dafür aber einen meiner Tannenzapfen abgeben. Wenn jetzt wieder aufgefüllt wird, wird hier nichts verschoben, sondern es wird einfach an die frei gewordenen Stellen eine neue Sache gelegt. Ich bin jetzt bei meinem letzten Zug angekommen. Ich habe ein bisschen Solo gepuzzelt. Beim Solospiel ändert sich vom Prinzip her im Spielablauf gar nichts. Denn das Einzige, was ihr machen müsst, wenn ihr euch aus der Auslage etwas ausgesucht habt, nehmt ihr das Pärchen, was ganz rechts liegt, und schiebt es weg. Und der Rest wird hinterhergeschoben und dann wird auf der linken Seite aufgefüllt. Simuliert eben den zweiten Spieler, der sich etwas rausnimmt. Solltet ihr durch das Abgeben eines Tannenzapfens zum Beispiel das hier machen, dann würde erst das weitergeschoben und dann hier links aufgefüllt. Jetzt bin ich aber erstmal noch in meinem letzten Zug. Ich konnte schon ein paar ganz gute Sachen zusammenpuzzeln und jetzt schaue ich mal, was ich noch machen kann. Ich nehme mir als letztes dann noch. Genau, dieses hier, warum ich das nehme, das sage ich euch gleich. Da es jetzt weder einen Lachs noch einen Bären gibt, kann ich das zwar nehmen, aber kann es leider nicht gebrauchen. Einen Chip, den ihr hier wegnehmt, müsst ihr nicht natürlich auf das Plättchen legen, was ihr gerade gelegt habt, sondern einfach auf eins, was dann ja schon da ist. Dadurch, dass ihr ja mit drei leeren Feldern startet, habt ihr da also immer ein bisschen Auswahlmöglichkeit. Anlegen müsst ihr auch nicht an ein letztgelegtes, da seid ihr völlig frei, also ihr könnt hier wunderbar eure Wildnis zusammenfalten. Sobald ihr die Auflage nicht mehr auffüllen könnt, was bei uns jetzt der Fall ist, dann endet das Spiel. Die Auslage könnt ihr einfach zur Seite räumen und dann geht's an die Wertung. Egal, ob ihr solo spielt oder mit mehreren, ihr benutzt diesen wunderbaren Wertungsblock und es gibt nur eine Kleinigkeit, die sich verändert im Solo- oder im Mehrspielerspiel. Das erkläre ich euch aber gleich. Hier oben seht ihr einfach einmal alle Tiere. Das heißt, ihr nutzt jetzt die Tierwertungskarten. Wir fangen also an mit dem Bären. Für jedes Bärenpaar, was ihr hinlegen konntet, was nicht durch einen dritten Bär gestört wird, gibt es 4 Punkte. Wenn wir hier schauen, habe ich das leider nur einmal. Das heißt, für den Bären gibt es 4 Punkte. Dann gehen wir weiter mit dem Hirsch. Beim Hirsch geht es darum, dass man in einer Reihe liegt. Das heißt, ich habe hier eine gerade Reihe mit drei Hirschen. Das heißt, dadurch habe ich 9 Punkte für die Hirschwertung. Dann schauen wir uns die Lachse an. Die Lachse wollten ja eine Kette bilden
ohne dass andere Lachse nochmal dran liegen. Das habe ich also hier geschafft mit 1, 2, 3, 4, 5 Lachsen. Hätte hier noch einer gelegen, dann wäre es natürlich perfekt gewesen. So habe ich aber immerhin 5 Lachse, 16 Punkte. Dann folgt der Adler oder beziehungsweise der Bussard. Jeder freie Bussard, der also ohne einen anderen Bussard um sich rum liegt, gibt Punkte. Ich habe das einmal, zweimal, dreimal, 8 Punkte für den Bussard. Und dann abschließend noch den Fuchs. Hierbei pro Fuchs gemäß der verschiedenen benachbarten Tiere, wobei, wie gesagt, da auch Füchse dazugehören. Das heißt, ich gehe diesen Fuchs, der hat 1, 2 unterschiedliche Tiere um sich, also 2 Punkte. Dieser Fuchs hat 1, 2 unterschiedliche Tiere um sich und wieder 2 Punkte sind also schon 4. Dieser Fuchs hat 1, 2, 3, 4, sind wir schon bei 8 Punkten. Dieser hat 1, 2, 3, 4, sind wir bei 12 Punkten. Dieser Fuchs hat 1, 2, 3, sind wir bei 15. Und der hat nochmal 2, sind, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 17 Punkte. Und hier zählt eben, wie gesagt, jetzt nicht, dass er 3 Fische hat, sondern der Fisch zählt eben einmal als eine unterschiedliche Tierart. Habt ihr das, zählt ihr die Werte hier oben einmal zusammen. Anschließend geht ihr an die Gebietswertung und die ist jetzt auch erstmal gleich im Solo und auch im Mehrspielerspiel, denn ihr zählt jetzt einfach die Felder eures größten zusammenhängenden Gebietes einer Art. Also wir fangen jetzt hier an im Gebirge. Ich habe hier gerade leider nur 2 Felder mit Gebirge, das heißt, ich bekomme 2 Punkte. Wald. Bei Wald sieht es auch leider nicht viel besser aus. Ich habe 2 Waldgebiete mit jeweils 2, das heißt auch hier leider nur 2 Punkte. Die Prärie, da geht es schon ein bisschen besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder. Dann haben wir hier Feuchtgebiete. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann haben wir noch den Fluss. 1, 2, 8. 3, hier hinten sind es nur 2, also nochmal 3. Im Solospiel schaut ihr nun, welche dieser Gebiete mindestens aus 7 Teilen besteht. Dafür bekommt ihr nämlich nochmal 2 Bonuspunkte. Spielt ihr ein Mehrspielerspiel, dann vergleicht ihr eure Gebietsgrößen und im Spiel zu dritt oder zu viert bekommt der mit dem größten Gebiet nochmal 3 weitere Bonuspunkte und das zweitgrößte Gebiet nochmal 1 Bonuspunkt. Im Spiel zu zweit gibt es 2 Bonuspunkte für das größte Gebiet und keinen für den Zweitplatzierten. So zählt ihr nun auch hier unten eure Punkte zusammen. Zum Schluss gibt es noch für jeden Tannenzapfen, den ihr übrig habt, einen Punkt. Das heißt, ich hätte nochmal 2 Bonuspunkte. Zählt jetzt alles zusammen. Das wären bei mir also nach Adam Riese und Eva Zwerg 82 Punkte. Im Solospiel kann ich jetzt hier in der Anleitung nachschauen, wie gut das Ganze ist. Und ich sehe, mit 82 Punkten bin ich in der Kategorie weiter so. Ist also auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das waren erstmal die Regeln von Cascadia, sowohl auch die Wertung. Und jetzt erkläre ich euch noch alle Karten einmal. Wenn ihr das nicht wissen möchtet, dann springt einfach gerne weiter schon zu meinem Fazit. Wir starten mit dem Rotschwanzbussard. Im Kapitel B oder in der Wertungskarte B geht es auch wieder um alleinstehende Bussarde, aber diesmal müsst ihr eine Sichtlinie zu einem anderen Bussard haben, damit der überhaupt Punkte gibt. Das heißt also, in diesem Fall hättet ihr 2 Bussarde, die alleine stehen, aber in einer Sichtlinie zueinander sind. Und dafür gibt es dann 5 Punkte. Hättet ihr eben jetzt noch einen dritten hier zum Beispiel, der wiederum dann auch eine Sichtlinie zu diesem hat, dann wärt ihr schon bei 9 Punkten.
Im Kartensatz C geht es ebenfalls wieder um die Sichtlinie. Hier ist es aber jetzt wichtig, dass ihr zwei nicht benachbarte Bussarde habt, also wie zum Beispiel wieder diese hier, und ihr bekommt pro Sichtlinie zu irgendeinem anderen Bussard 3 Punkte. Das heißt, dieser Bussard hat eine Sichtlinie nach oben und einen zur Seite. Für diesen einzelnen Bussard gäbe es also schon mal 6 Punkte. Dieser Bussard ist allerdings benachbart zu diesem hier, das kann also keine Sichtlinie ergeben und von daher gibt es für diese Verbindung keine Punkte, aber er kann auch wieder hier nach unten gezählt werden. Und hier oben gibt es eben keine Sichtlinie, weil die nicht gerade miteinander verbunden sind. Und der Satz D, der D-Karten beim Rotschwanz-Bussard, der sieht am kompliziertesten ein bisschen aus, denn hier geht es auch wieder um Sichtlinien, aber jetzt gibt es Besonderheiten. Einmal müsst ihr Bussard-Paare haben, damit es zu einer Werte kommt, also wie zum Beispiel hier unten. Und dann geben diese Sichtlinien Punkte gemäß der verschiedenen Tierarten, die dazwischen liegen. Also wir nehmen jetzt mal hier unten dieses Bussard-Pärchen, ist ein Pärchen, kommt also in die Wertung und hat jetzt eine Sichtlinie hierüber über zwei verschiedene Tiere. Hierüber, das wäre zum Beispiel nur ein verschiedenes Tier. Das ist also nochmal deutlich komplexer. Und solltet ihr dann noch diese Mini-Erweiterung haben, dann habt ihr noch eine Rot-Schwanz-Bussard-Wertungskarte dabei. Nämlich hier gibt es hier gibt es Punkte für leere Felder um den Bussard. Das heißt, um einen Bussard herum, wie zum Beispiel hier, dürfen keine Wildnisplättchen liegen. Und für jeden leeren Slot, also hier zum Beispiel 1, 2, 3, gäbe es dann entsprechend Punkte. Das heißt, hier könnt ihr ja schön die an den Rand bauen, alleine lassen und dann gibt es viele Punkte. Im Kartenset B schauen wir uns jetzt auch mal den Fuchs an. Hier geht es auch wieder um die benachbarten Tiere. Diesmal dürfen es aber keine Füchse sein und es müssen Paare sein. Hier haben wir also jetzt ein Bärenpaar und ein Lachspaar und ein Bussardpaar. Das heißt, die Paare müssen nicht zwingend nebeneinander liegen. Und hier hätte er also jetzt 3 Paare um sich herum und somit die maximale Höchstanzahl von 7 Punkten. Im Kartenset C, da möchte der Fuchs möglichst gleiche Tiere neben sich haben. Nämlich die größte Anzahl oder die häufigsten, die er um sich herum hat, also in diesem Fall zum Beispiel jetzt 4 Lachse, dann gäbe es für diese Kombination 4 Punkte. Hier zählen allerdings jetzt keine Fuchsrudel, also wenn ihr hier einen riesen Fuchsrudel hättet, dann gäbe das leider keine Punkte. Es müssen also andere Tiere sein und die möglichst häufig und gleichmäßig. Um im Kartenset D punkten zu können, braucht ihr erstmal ein Fuchspärchen und dann weitere Tierpärchen um sie herum. Die müssen nicht zwingend nebeneinander liegen, aber für jedes Pärchen gibt es Punkte. Hier hätten wir also wieder 3 Tierpaare und somit 9 Siegpunkte. Auch hierfür gibt es natürlich in der Mini-Erweiterung auch noch eine Karte. Und hier geht es um verschiedene Tierarten, die aber dann einmal als Zwilling und als Drilling sozusagen vorkommen. Allerdings muss das auch verschiedene Tierarten sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur Lachse hier rum hätte, dann würden die nicht als Einser-, Doppel- und Dreier-Tiere zählen. Und es dürfen auch keine Fuchse sein. Und auch der Hirsch bietet natürlich einiges an Abwechslung. Im Kartensatz B gibt es Punkte für Hirschgruppen, die jeweils eben diese Form entsprechen. Und wichtig hierbei ist allerdings, dass ein Hirsch jetzt nicht hier zum Beispiel als eine Dreiergruppe zählt und gleichzeitig noch als 3 Einzelgruppen. Also jeder Hirsch kann nur einer Gruppe zugehören und dann bekommt ihr aber entsprechend genau dieser Form auch Punkte. Im Kartensatz C ist die Form beliebig, aber ihr bekommt einfach für alle Hirsche, die irgendwie miteinander zusammenhängen, entsprechend viele Siegpunkte. Und im Kartensatz D, da habt ihr diesmal eine Ringwertung. Jede Ringgruppe, die ihr so bilden könnt, gibt unterschiedliche Punkte. Und jede Gruppe kann aber hier, beziehungsweise jeder Hirsch kann eben hier auch nur zu einer Gruppe gehören. Und auch hier findet ihr in der Mini-Erweiterung
ausgerichtete Paare. Das heißt, die Paare müssen genau so gleich ausgerichtet sein, damit ihr Punkte bekommt. Hier zum Beispiel, die so und so ausgerichtet sind, die müssen nicht zwingend nebeneinander liegen. Also eins kann hier liegen und dann hier hinten nochmal zwei und dann gäbe das entsprechend immer Punkte. Hätte ich es also hier jetzt zum Beispiel geschafft, hier eine Gruppe und dann entsprechend mit gleicher Ausrichtung wären das zum Beispiel keine Lachse, sondern Hirsche, wäre das ja die gleiche Ausrichtung und dann hätte ich dafür auch nochmal Punkte bekommen. Bei den Bärenwertungen geht es vor allem immer um die Gruppen. Eben waren es ja Bärenpärchen, jetzt haben wir Bären-Dreiergruppen, die aber keine weiteren Bären um sich haben möchte. Jede Dreiergruppe würde hier jetzt 10 Punkte bringen. Hier geht es um unterschiedliche Gruppen, Größen, dabei ist die Anordnung der Plättchen egal. Natürlich auch hier wieder klar, jeder Bär darf nur zu einer Gruppe gehören oder zu einer Gruppe gewertet werden. Habt ihr es sogar, dass ihr jede dieser Gruppen einmal vertreten habt, dann bekommt ihr nochmal 3 Bonuspunkte. Bei dem Kartensatz D geht es auch wieder um Gruppen, die sind jetzt etwas größer. Auch eine beliebige Form, also Anordnung der Plättchen, ist hier jetzt nicht unbedingt in dieser Form vorgegeben. Ihr erhaltet wieder entsprechend hier Punkte. Je größer die Gruppe, also hierfür jetzt zum Beispiel, würdet ihr 13 Punkte bekommen. Natürlich dürfen außenrum keine weiteren Bären sein. Und in der Mini-Erweiterung findet ihr die gleiche Gruppenwertungskarte. Hier geht es darum, dass ihr Punkte pro Bärengruppe in einer Größe der Wahl bekommt. Das heißt, ihr wählt aus, welche Gruppengröße zählt ihr. Also zum Beispiel, ich zähle jetzt alle Dreiergruppen, ja, die ich habe. Dafür gibt es dann jeweils 9 Punkte. Dann sind aber Einser-, Zweier- und Vierergruppen nicht in der Wertung. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch für den Lachs ein paar andere Wertungskarten, nämlich einmal im Satz B bekommt ihr für kurze Ketten Punkte, das heißt, ihr könnt pro Lachs maximal 2 benachbarte Lachse haben und das zählt dann jeweils auch entsprechend eben, wie viel dann in dieser Kette sind, unterschiedlich viele Siegpunkte. Dann gibt es die Familienlachse, hier gibt es bestimmte Kettenlängen, das heißt 3 Lachse in einer Kette, ohne dass es dann weitergeht, 4 oder 5 und mehr. Aber wichtig ist natürlich, dass die Kette komplett isoliert ist. Das heißt, wenn ich das hier als 5er-Kette werten möchte, darf nirgends irgendwo angesetzt noch ein weiterer Lachs sein. Und dann noch die Königslachs-Umgebungswertung. Hier bekommt ihr pro Lachs einen Punkt in der Kette. Das muss aber mindestens 3 Lachse sein. Und pro benachbarten Tier erhaltet ihr dann auch noch wieder einen Punkt. Das dürfen natürlich dann keine Lachse sein. Und es können auch durchaus die gleichen Tierarten sein. Das ist hier bei dieser Wertung nicht wichtig. Das heißt, ihr würdet für diese 3 Lachse jeweils einen Punkt bekommen und für diesen Lachs zum Beispiel noch einen für den hier an den Bussard und noch einen, weil er hier an diesen Fuchs grenzt. Das heißt, so könnt ihr kleine Ketten mit benachbarten Tieren bilden, um richtig Punkte zu machen. Und natürlich gibt es auch in der Mini-Erweiterung dann noch eine zusätzliche Wertung für Lachse, nämlich die Zusammenkunft. Hier braucht ihr wieder Lachsketten von mindestens 3 und dann Tiergruppen von mindestens 2 anderen Tieren, die benachbart sind. Das heißt, der Bussard ist leider alleine, würde also für diese Lachswertung hier nicht zum Zuge kommen, aber die Bären und hier und auch hier unten die Wapiti-Hirsche bringen dann nochmal richtig Punkte. Ich hoffe, ihr konntet euch einen guten Überblick verschaffen, was Cascadia kann und was es vielleicht nicht kann. Es wird ja sehr gerne hier mit Calico verglichen und dazu sage ich auch noch gleich was, aber jetzt erstmal möchte ich bei Cascadia bleiben. Cascadia ist ein Plättchenlege, Gebietsvergrößerungstiersammelspiel. Mit sehr einfachen Grundregeln natürlich, weil sucht ihr einfach ein Plättchen aus und legt das irgendwo bei dir an. Das ist erstmal sehr, sehr simpel. Es bietet außerdem noch einen Einstieg, das habe ich euch in den Regeln eben sozusagen unterschlagen, aber ihr könnt hier, ohne die ganze komplizierte Wertung irgendwie zu machen, einfach auch mit dieser Einsteigerwertung anfangen
oder auch mit dieser fortgeschrittenen anfangen, dann könnt ihr die Tierkarten erstmal komplett weglassen. Würde ich euch aber eigentlich fast nicht empfehlen, weil wenn man die Wertungskarten am Anfang einmal durchgeht, dann pro Partie dann im Prinzip, dann denke ich, kann man da schon ganz gut starten. Ich finde auch den A-Satz ist auf jeden Fall der, mit dem ihr anfangen solltet, insbesondere wenn ihr vielleicht auch Leute dabei habt, die nicht so häufig spielen. Man merkt auch im Laufe des Spiels, dass man eben nicht alles bedienen kann. Man muss sich manchmal einfach überlegen, okay, es gibt jetzt wie in der Wertung eben für einzelne Adler zum Beispiel relativ viel Punkte. Adler alleine zu legen ist vielleicht einfacher, als jetzt diese Hirschreihe zu machen oder diese Lachskette. Also da muss man einfach ein bisschen auch für sich selber sagen, okay, es kann nicht überall was werden. Wenn ich dann ja auch noch gucken will, dass ich auch noch in allen Gebieten das Größte habe, da also ruhig auch mal ab und zu einen Blick bei den Mitspielenden werfen, wie weit die denn so sind mit den Gebieten, um überhaupt abschätzen zu können, ist das jetzt wirklich wichtig. Schön finde ich bei diesem Spiel zum Beispiel, dass ihr nicht gezwungen seid, dass ihr zum Beispiel die Gebiete passend legen müsst, sondern auch sagen könnt, ach, ich lasse diese Gebietswertung komplett außen vor und konzentriere mich auf Punkte, die ich durch die Tiere generieren kann. Das heißt, das finde ich schon mal ganz schön. Ihr seid ja nicht in so einem Zwang, in Anführungszeichen. Was mir bei Cascadia natürlich auch gefällt, das Material ist wirklich wertig. Also allein schon bei diesen Holzmarkern sehr schön, dass ich nicht 148 Holzmarker bekleben muss, sondern die sind bedruckt mit diesen Tieren. Das andere ist wirklich auch schöne feste Pappe. Da löst sich nichts, es liegt gut in der Hand. Man kann die Symbole gut erkennen. Es ist ja sowohl das Tier als auch immer eine Farbgebung da. Da kann man also ganz schnell auch sich einen Überblick erhalten, wie passt da was zusammen. Auch die Tannenzapfen, die sind nicht übermäßig viel im Spiel. Das heißt, es ist auch nicht so, dass ich einfach ständig irgendwie so einen Tannenzapfen ausgebe, um mir immer das zusammenzusuchen, was ich will. Das ist schön. Und natürlich, sie sind ein Siegpunkt wert. Also ich überlege mir zweimal jetzt wirklich im Spiel, okay, bringt es mir jetzt so viel mehr? Also das muss ich eben immer dann so ein bisschen für mich durchrechnen. Ich glaube, Cascadia ist in meinen Augen das bessere Calico. Denn was mir hier deutlich besser gefällt, ist so ein bisschen die Planbarkeit. Also ich finde, bei Calico ist man immer sehr drauf angewiesen, dass das Symbol jetzt kommt, was man braucht. Also ich brauche jetzt irgendwie so ein grünes florales Muster und wenn das nicht kommt, ist die Wertung dahin. Ja? Und dann hat man, finde ich, bei Calico manchmal auch so diesen Zufallsaspekt, dass wenn dann plötzlich dieses eine gesuchte Teil doch noch kommt, dann gewinne ich doch noch, ohne dass ich das eigentlich jetzt wirklich in dem Fall beeinflussen konnte, sondern es war einfach Zufall. Vom Aussehen her, von der Haptik her, finde ich beides sehr schön. Bei Cascadia, finde ich persönlich, ist aber noch die diese Wertungen einfach ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, das habe ich bei Calico natürlich. Ich habe unterschiedliche Katzen und so weiter, aber das Grundprinzip auch mit den Mustern und so ist ja immer das Gleiche. Ich würde also Cascadia immer bevorzugen, jetzt wo ich es dann auch zu Hause habe. Ich habe es letztes Jahr schon mal eben, als es noch auf Englisch war, gespielt und jetzt dann eben in der deutschen Version, wobei es ja sprachneutral ist, bis auf diese Erklärungen auf den Wertungskarten. Und ich muss sagen, ich finde es gefälliger. Man hat so ein bisschen, also ich finde, man hat eher so ein bisschen dieses schöne, ja, im Herzen der Natur, es sieht schön auf dem Tisch aus, es ist einfach ein bisschen gefälliger vom Spielen. Ich finde, Calico ist mehr, für mich, mehr so ein wirkliches Denkspiel und dreimal überlegen, wenn ich das jetzt da hinlege, dann liegt es da. Und dann habe ich, wenn es das falsche Teil ist, keine Möglichkeit mehr, das irgendwie vielleicht zu retten. Bei Cascadia kann ich eben das Wildnisplättchen legen und kann sagen, okay, wenn auch jetzt vielleicht das Tier, was drauf ist, mir nicht so viel bringt, aber das ist jetzt das entscheidende Wildnisplättchen, um zum Beispiel mein Gebirgsgebiet noch so zu erweitern, dass es jetzt mehr ist als alle anderen und ich damit am Ende die Bonuspunkte bekomme.
Also ihr merkt schon, Cascadia ist auf jeden Fall ein Titel, der mir sehr gut gefällt. Was ich auch glaube, was auch im Spiel des Jahres irgendwie vorkommen wird, weil es ist für mich ein Spiel, was man sehr gut mit Einsteigern auch spielen kann, eben weil die Grundregeln nicht kompliziert sind. Und man wird aber eine Lernkurve haben. Also je häufiger man das Spiel spielt, desto häufiger wird man auch eben genau diese Abwägung, wie ich sie eben gesagt habe, nämlich machen und auch einsehen, dass man eben nicht alles immer bedienen kann. Was ich auch schön finde, wir haben von diesen Wildnisplättchen über 80 Stück dabei. Im Spiel zu zweit zum Beispiel ist quasi die Hälfte immer raus. Allein das finde ich immer schon bei der Berechnung sozusagen dieses Spiels Wahnsinn, dass man also mit der Hälfte, egal mit welcher Hälfte sozusagen der Karten das Spiel trotzdem funktioniert und man aber somit natürlich eine super hohe Varianz hat, weil man ja dann immer wieder andere Gebiete mit anderen Tieren drauf hat, also die Kombinationsmöglichkeiten sich einfach nochmal immer wieder anders ergeben. Und gerade wenn ich auch zu zweit spiele und ich ja diese Auslage habe mit vier, ich kann immer schon ein bisschen auch weiter planen, weil mein Mitspieler kann ja nur eins dieser Dinge nehmen. Das heißt, ich kann immer schon mal gucken, okay, wo kann ich das vielleicht anlegen, welches Tier wäre gut. Also ich kann eigentlich immer was machen und mir immer schon auch so ein bisschen Gedanken machen und muss nicht erst im Moment, wenn ich dran bin, mit dem, was dann neu ist, sozusagen überlegen. Das gefällt mir persönlich bei Cascadia richtig gut. Und wie immer, wenn ihr das schon gespielt habt, dann lasst es mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Ob ihr sagt, ja, ist halt noch mal wieder so ein Legesammel-Tierspiel, ist ganz nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Oder ob ihr sagt, nee, absolut, das ist wirklich ein tolles Teil, das kam bei uns jetzt auch schon vielfach auf den Tisch. Lasst es mich wie immer gerne wissen. In diesem Sinne, spielt fleißig im Herzen der Natur oder wo auch immer ihr möchtet und wir sehen uns beim nächsten Mal.